Das Landgericht Duisburg hat die Eröffnung eines Hauptverfahrens wegen des Love Parade-Unglücks vom Juli 2010 abgelehnt. Hauptgrund dafür sei ein mangelhaftes Gutachten der Staatsanwaltschaft, so das Gericht. Die Anklage gegen 10 Beschuldigte wurde nicht zugelassen. Die Staatsanwaltschaft legte Beschwerde gegen die Entscheidung ein. Bei dem Unglück vor fast 6 Jahren waren 21 Menschen im Gedränge getötet und mehr als 600 verletzt worden. An diesem Gutachten scheiden sich die Geister. Als zentrales Beweismittel sollte es klären, was bei der Love Parade schiefgelaufen ist und wer dafür verantwortlich war. Doch das Landgericht Duisburg stellt nach monatelanger Prüfung fest, das Gutachten der Staatsanwaltschaft habe gravierende Mängel. 8 Punkte weisen Ungereimtheiten auf. Aufgrund des Gutachtens lässt sich daher nicht beantworten, aus welchen Gründen es zu den tragischen Ereignissen anlässlich der Love Parade im Jahre 2010 kommen konnte. Das Gericht lehnt es deshalb ab, das Hauptverfahren zu eröffnen. Die Opfer und Angehörigen sprechen von einem Justizskandal. Die Staatsanwaltschaft weist die massive Kritik an ihrem Gutachter zurück. Die Entscheidung des Landgerichts Duisburg ist aus Sicht der Staatsanwaltschaft nicht nachvollziehbar und rechtsfehlerhaft. Gegen den Beschluss der Strafkammer hat die Staatsanwaltschaft deswegen umgehend sofortige Beschwerde eingelegt. 21 Tote und mehr als 650 Verletzte. Und jetzt bleibt die Frage nach den Schuldigen wohl ungeklärt. Das Landgericht und die Staatsanwaltschaft schieben sich gegenseitig die Verantwortung für die vorläufige Prozessabsage zu. Für die Opfer und Angehörigen unerträglich, für die Öffentlichkeit nur schwer nachzuvollziehen. Jetzt muss das Oberlandesgericht Düsseldorf in letzter Instanz entscheiden, ob es doch noch zum Prozess kommt.